Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim World 4 der Danish Bitters. Wir befinden uns hier im Bochum Hauptbahnhof und ich würde sagen, wir haben heute hier die Aufgabe, unseren RE quer durchs Ruhrgebiet zu fahren. Und ich würde sagen, wir steigen hier einfach mal so die Treppe hoch und beginnen damit, unseren Zug vorzubereiten. Es ist heute ein sehr trüber, ja, nebliger Morgen. Unser Zug steht auch an den Bahnhof, und zwar dort vorne. Dort werden wir gleich hingehen. Ich wollte euch nur kurz was zeigen. Und zwar, dass hier gleich der RE11 einfährt, und zwar über Dortmund-Kamen, Mehler-Kamen Hauptbahnhof und so weiter, bis nach Kassel-Wilhelmshöhe. Ist das realistisch, dass ein RE von Bochum bis nach Kassel fährt? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir werden noch ein wenig weitergehen zu unserem Zug. Wenn hier mal die Treppe hochgehen und dann haben wir hier unsere Anzeigetafel, und zwar fahren wir den RE6 über Wattenscheid, Essen-Mülheim, und dort stoppen wir dann. Dort wird das Zugpersonal wechseln, der den Zug dann weiter bis nach Köln-Bonn Flughafen fährt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter zu unserem Zug, der dort wartet. Schöne Dostos hinten dran. Köln-Bonn Flughafen steht auf der Zugzielanzeiger. Wir gehen einfach mal weiter und sehen, dass es wirklich ein äußerst trüber Morgen ist, neblig und ja, keine Ahnung, wirklich, ich weiß nicht. Aber der Zug ist gut gefüllt, wie ihr seht. Also die Fahrgäste haben an diesem frühen Morgen des 14. Januar 2024 wirklich Lust, Bahn zu fahren anscheinend. Also es ist wirklich ordentlich Verkehr hier, Fahrgastverkehr. Vorne dran unsere BR110 bzw. BR111 158-2 in S-Bahn-Lackierung, der alten S-Bahn. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, unsere Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen, indem wir jetzt den Fahr-Foto-Modus verlassen. Und dann sehen wir, dass es wirklich sehr, sehr trüb ist. Und werden als erstes mal den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen. Dann werden wir die Türen öffnen. Und dann werden wir hier unseren Zug weiter aufrüsten. So. Warum genau öffnet der jetzt die Türe nicht? Oder muss ich erst die Türseite wählen? Ja, hätte ich doch nicht bei diesem Zug, oder? Ist das. Warum genau? Gibt es doch keinen Türwellschalter an der Seite. Warum genau öffnet ihr die Türen? Verstehen, oder? Der hat doch keine Wahl, kein Seitenwähler, oder? Habe ich mich da jetzt. Na, egal. Dann werden wir. Sind wir eigentlich soweit abfahrbereit, oder? Das lassen wir mal aus. PCB-Siefer sollten wir vielleicht noch einstellen. So, dann können wir die Türen auch verriegeln. Mein Gott. So, haben wir jetzt beide Seiten die Türen verriegelt. Ja, haben wir. Gut, dann können wir ja losfahren. Lösen die Bremse. Und dann geht's los. Ach, ich glaube, ich habe noch. Ja. Die lösen. Ja, dann geht's auch los.
Haben wir denn jetzt keine Leistung? Ah, aber die Bremse noch angezogen war. Ich wollte doch sagen, ich wollte nur noch eine Bremse angezogen. Na egal, wir fahren. Erste Station, Wattenscheid. Trotzdem wundert mich das jetzt mit den Türen. Warum? Waren die an der falschen Seite geöffnet? Verstehe ich nicht. Lassen wir das einfach mal so. Licht habe ich auch keins an. Was ist denn los hier? Wunderschön, wunderschön. Von Lotter Nebel gar nichts, muss ich aber ehrlich gestehen. So, da werden wir Wattenscheid. Leicht verbremst, aber ich bin ewig nicht mehr damit gefahren, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Also wirklich lange nicht mehr, aus bekannten Gründen. Schieben wir es einfach auf den Nebel. So. Habe ich denn jetzt überhaupt die Lichter an hier? Stromabnehmer, Brems.
Naja, wird schon irgendwie hinkommen. So, wir verriegeln die Türen. Lösen dabei die Bremse. Und dann machen wir uns auf den Weg. Nächste Station. Essen Hauptbahnhof. So, Licht brennt. Sehr gut. Verschwinden wir im Nebel. Wunderschön.
so wie gerade Wattenscheid. Das wäre nicht so toll. Bei dem Nebel auch gar nicht so einfach zu sehen, die alte Markierung. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist echt eine Herausforderung. Ei, der ist ja schon. So, nicht ganz so dramatisch wie gerade, aber naja. Wie gesagt, das ist echt nicht einfach. Erstens bin ich die lange nicht mehr gefahren, zweitens bei dem Nebel hier, das finde ich so schnell zu erkennen, aber das ist ja halt die Herausforderung hier beim Nebel. Aber wir sind noch pünktlich. 8:33 Uhr, das haben wir geschafft. Und nächste Station dann noch Mülheim und Duisburg. Da endet dann unsere Fahrt. Ab Duisburg übernimmt dann ein anderes Zugpersonal und fährt diesen Zug dann weiter nach Köln vom Flughafen. So. Los. Nächste Station, wieder in Ruhe. Bei der 110 hört man die Siefer, wenn man außerhalb ist, bei dem Steuerwagen nicht, also bei dem Innenwagen-Steuerwagen. Außerdem mal über uns und zur S-Bahn, ich fahr das nicht. So, ob ich hier nachlegen will, oder? Kann ja wohl nicht sein.
Wunderschön, wunderschön. Das mit dem Licht auch üben. Das ist wirklich so eine Sache. So, das ist also Mülheim. Kenne ich auch beruflich sehr, sehr gut. So, und das sind die Folgezüge RE11 unter anderem. Wir haben jetzt noch, wir sind schon eine Minute Verspätung. Nun ja, dann ist das so. Und nächste Station, Endstation für uns, Duisburg Hauptbahnhof. Mittlerweile 130.
aus, aber gehe ich mal nicht von aus. Hier ist auf jeden Fall ordentlich KI vorhanden, so viel steht fest und das gefällt mir natürlich. Es ist auch diesmal ein Fahrplanszenario, also kein Creators Club-Szenario, sondern wirklich ein Fahrplanszenario. Nur die 110 und der Steuerwagen, nur die 110 aus dem Creators Club, also das Rebate. Ansonsten ist das ein ganz normales Fahrplanszenario. Ich denke, mit 144 machen wir jetzt nicht allzu viel verkehrt. Da wir gleich eben bremsen müssen. Auf 80, nicht dass da sie vergrößert mich gleich. Ein gelbes Vorsignal entgegen und zwingt uns damit ins BZB auf unter 85. So, dann nähern wir uns jetzt Duisburg.
Wunderbar. Das haben wir soweit geschafft. Dann fährt der Zug gleich weiter nach Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hauptbahnhof, Neuss, Köln-Bonn Flughafen, wahrscheinlich auch noch Köln Hauptbahnhof. Wer weiß das schon? Stoffwach. Wunderschön. Wunderschön. So, dann verriegeln wir die Türen und dann werden wir das hier wahrscheinlich beenden. Das hat sich dann soweit. Benötigte Zeit 30 Minuten 58 Sekunden für eine gefahrene Distanz von 35,01 Kilometer auf der Strecke Hauptstrecke oder Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Mit der BR110 im alten S-Bahn Repaint und hinten dran unsere Dostus der vierten Generation. Das war die Fahrt mit dem RE6 von Bochum Hauptbahnhof über Wattenscheid Hauptbahnhof, Essen Hauptbahnhof und Mülheim an der Ruhr Hauptbahnhof bis hierher nach Duisburg Hauptbahnhof. Erhalten haben wir Gold. Ich bin wirklich froh, die Strecke wieder fahren zu können und auch alles wieder hart zu haben. Das ist wirklich nicht schön gewesen, dass wir das oder dass ich das nicht nutzen konnte. Ja, wie gesagt, wenn ihr solche Erfahrungen hattet, auch schon mal mit irgendeinem DLC, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ansonsten war es das auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.